soll dieses Stadion passen. Ich kann es kaum fassen. Wir müssen mal schauen hier. Wenn wir mal durchzählen, ganz so viele sind es nämlich eigentlich gar nicht, glaube ich, zumindest nicht so viele Sitzplätze. Aber außenrum sind anscheinend eine ganze Menge an Stehplätzen. Ja, und direkt vor mir haben einige Spieler Platz genommen, die ich ehrlich gesagt lieber heute auf dem Rasen gesehen hätte. Denn das sind dann doch einige verletzte Spieler. Heute gab es ja die nächste Hiobs-Botschaft aus dem Fortuna-Training, nämlich Ayman Barkok, der sich jetzt noch verletzt hat. Der Neuzugang, der das Juwel, wie man so schön sagt, von Eintracht Frankfurt hat sich eine Knieverletzung zugezogen und muss mit dem Training aussetzen. Tja, und die Männer, die jetzt vor mir stehen und gerade, wir sehen Oliver Fink, der noch Fotos macht, sind ebenfalls nicht dabei am heutigen Tag, aber es scheint bei allen nicht ganz so schwerwiegend zu sein. Zumindest gab es grünes Licht für das Trainingslager in Maria-Alm. Morgen geht es ja für die Jungs los. Der Flieger startet von Düsseldorf direkt Richtung Salzburg und dann geht es nach Maria-Alm. Und ja, wie gesagt, da sind einige der Fortunenspieler erstmal zum Zuschauen verdammt, beziehungsweise zum individuellen Training, wie man so schön sagt. Vor mir sitzen zum Beispiel Harvard Nielsen, der hatte einen Schlag auf den Fuß bekommen, kann allerdings auch schon wieder Lauftraining machen, also ganz so schlimm scheint es nicht zu sein. Thailand Dumann, den sehe ich jetzt hier nicht, muskuläre Probleme, muss zurzeit auch aussetzen, genauso wie Diego Contento, der ist mit einem Magen-Darm-Virus ausgefallen. Das sind natürlich alles Verletzungen, die uns jetzt nicht unbedingt zurückwerfen, allerdings sieht es dann doch bei unseren Routiniers Olli Fink und Adam Botzek ein bisschen schwerer aus. Adam Botzek hat sich nämlich einen doppelten Rippenbruch zugezogen, muss deswegen pausieren und Oliver Fink hat ein Faserriss und Achillessehnenprobleme. Also, wir werden das sicherlich heute noch einmal thematisieren, ob es der harten Vorbereitung geschuldet ist, die Jungs natürlich schon auf dem Buckel haben. Denn ich sage erstmal herzlich willkommen und freue mich nämlich, dass in der zweiten Halbzeit dann auch Sascha Rösler mit dabei sein wird, der Teammanager. Kommt dann zu mir und ja, wir können dann über die Facebook-Seite auch die ein oder andere Frage an ihn richten, die er dann ganz sicherlich auch beantworten wird. Ja, und da geht es dann natürlich sicherlich um die sportliche Situation, vielleicht auch wie ein solches Trainingslager aufgebaut wird, wie man das überhaupt ausgewählt hat. Gut, in Maria-Alm, da braucht man glaube ich nicht mehr lange drüber reden, das hat ja schon eine lange Tradition und wer schon mal mit dabei war in Österreich, der weiß, wie gut es den Jungs dort vor Ort geht und da warten ja dann auch schon die nächsten Spiele auf die Fortuna. Also wie gesagt, der wird uns ein bisschen was erzählen und ihr könnt sehr, sehr gerne eure Fragen uns dann schon mal schicken über die Fortuna Facebook-Seite. Einfach kommentieren, aber denkt immer dran, dass die Fragen natürlich dann auch von ihm beantwortet werden können, sollten können oder umgekehrt. Also ganz wichtig, dass er natürlich da auch was zusagen kann. Ja, wir gucken mal in dieses Runde. Ich habe es gesagt, 5000 Leute können hier Platz nehmen oder die Anlage hier, das Waldstadion beim FC Dickbergweg, ist für 5000 Leute ausgerichtet. 800 bis 1200 hat man am heutigen Tag eigentlich erwartet. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Ich sehe so vielleicht 300, 400 aktuell. Vielleicht kommt der eine oder andere aber noch dazu. Ja, für die Fortuna ist es ja ein Wiedersehen mit dem FC Wegbergweg. 2016 waren wir schon einmal hier zu Gast und dort gab es mit einem 9:0 ein relativ deutliches Ergebnis für unsere Mannschaft. Ja, das ist auch so ein bisschen das Ergebnis der Vorbereitung, habe ich das Gefühl. 9 Tore, darauf hat sich die Mannschaft so ein bisschen eingeschossen. Das werde ich vielleicht Sascha Rösler später auch mal fragen, ob der Torschütze zum 10:0, wie früher in der Kreisliga, eine Kiste Bier mitbringen muss oder so, dass man sich da nicht mehr so traut. Also nach dem 9:1 Sieg in Eisbachtal, gut, in Wissen, da war es dann mit dem 10:0 eine runde Nummer und dann gab es ja noch ein 9:0 beim TSV Meerbusch. Bewusst halte ich mich mal ein bisschen zurück. Wir hören im Hintergrund die Hymne des FC Wegbergweg. Die Mannschaft, die im vergangenen Jahr dennoch gegen Fortunas Zweitvertretung gespielt hat. Allerdings nicht ganz so erfolgreich und das hat sich am Ende dann auch gezeigt. Nämlich mit dem Abstieg wieder in die Mittelrheinliga. Wir sind bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Fortuna Düsseldorf zu Gast beim FC Wegbergweg. Ja, während die Teams auf den Rasen gehen, schauen wir mal gemeinsam auf die Mannschaftsaufstellung unserer Fortuna. Raphael Wolf heute im Tor. Davor werden wir dann die Abwehr sehen mit Nico Gieselmann auf der linken Außenbahn, daneben Robin Wormuth und André Hoffmann und
Ja, ganz rechts ein Mann, den vielleicht der ein oder andere noch nicht gehört oder gesehen hat. Ausgestattet mit einem Profivertrag, Georgios Siadas. Letztes Jahr war der Mann mit griechischen Wurzeln noch für Fortunas U19 in der Bundesliga aktiv. Wie gesagt, jetzt zum Profikader mit dazugestoßen und bekommt heute das Vertrauen von Trainer Friedhelm Funke. Ja, davor sehen wir dann Kevin Stöger mit der 22 und Alfredo Morales, die Nummer 6 und auf den Außenbahnen ein bisschen offensiver ausgerichtet. Davor Lovren, die Nummer 19 und auf der rechten Seite Sean Zimmer, unsere 39. Ja, und ganz vorne dann im Sturm Ruven Hennings und ein wenig dahinter Kenan Karaman. Ja, und auch beim FC Wegberg Beek schauen wir natürlich mal so ein bisschen auf die Mannschaftsaufstellung. Ich habe es eben schon gesagt, letztes Jahr noch eine Liga höher gespielt gegen Fortuna 2 Vertretung, dann abgestiegen in die Mittelrheinliga. Aber wer denkt, dass sie jetzt einen kompletten Neustart hinnehmen müssen oder auf sich nehmen, ja, der fühlt sich eigentlich oder der wird getäuscht, denn gibt gar nicht so eine große Veränderung, so eine große Fluktuation. Insgesamt gibt es 4 Neuverpflichtungen, die man für diese Saison geholt hat. Und ja, mit Friedel Hensen hatte der FC Wegberg Beek sowieso einen Trainer, der schon sehr, sehr lange für den Verein tätig ist. Bis 2011, 2012 war er als Spieler hier aktiv und seitdem ist er als Trainer und ja, seit einem Jahr auch als Teammanager aktiv. Und er hat heute folgende Mannschaft auf den Rasen gebracht. Im Tor fängt an Stefan Zabel, die 1. Dann sehen wir Norman Post mit der Nummer 2. Nils Hühne, die Nummer 4, das ist der erste Neuzugang, kommt von Hillel 1994 Bergheim. Mit der 7 Tabor, Sascha Tabor. Dann haben wir noch Armand Drevina, die Nummer 8. Mit der Nummer 11 Sakae Iohara, ebenfalls Neuverpflichtung vom FC Hennef. Mit der 14 Maurice Passage, würde ich sagen, wird ausgesprochen. Die 15 Thomas Lamberts und die 25 Danny Feuster. Ja, beim letzten Spiel in Meerbusch hat es 23 Minuten gedauert, bis die Mannschaft den ersten Treffer markieren konnte. Am Ende gab es dann, wie sagt man so schön im Fußballjargon, ein standesgemäßes 9:0. Bin mal gespannt, was die Jungs sich heute vorgenommen haben. Ich habe mit dem einen oder anderen Spieler schon sprechen können. Die sagen, ja, die Trainingseinheiten, die haben es richtig in sich. Und das bedeutet, dass man dann vielleicht auch nicht ganz so frisch ist, wenn es dann hier auf den Rasen gibt, auch wenn da natürlich wie immer gilt, dass der Fußballer lieber spielt, als er trainiert. Und gerade im ersten Trainingslager am Wiesensee hat man natürlich viel Kondition gebolzt. Und auch jetzt gibt es nach wie vor teilweise bis zu 3 Trainingseinheiten. Das können wir später dann auch mal mit Sascha Rösler besprechen in der zweiten Halbzeit, wie man denn jetzt das zweite Trainingslager aufbaut. Ich denke mal, da geht es ja mal ein bisschen mehr dann ins Detail. Aber das Allerwichtigste ist, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, dass die Spieler, die jetzt auf dem Rasen stehen, fit bleiben und die, die vor mir Platz genommen haben, möglichst schnell wieder fit werden, damit die Fortuna nämlich mit dem kompletten Kader dann auch die Vorbereitung bestreiten kann und ja, die nötigen Spielzüge auch einstudieren kann. Ja, zurzeit kommt die Fortuna irgendwie noch nicht so richtig über die Mittellinie, habe ich das Gefühl. Jetzt das erste Mal mit André Hoffmann, der auf der rechten Außenbahn den Ball zu Kenan Karaman abgespielt hat, aber Ballverlust. So, da sehe ich gerade, habe ich natürlich direkt mal einen schönen Bock gebaut bei der Vorstellung der Mannschaft, denn
die 24 Georgios Siadas, den ich eben schon als U19-Spieler vorgestellt habe, oder als ehemaliger U19-Spieler, der sitzt natürlich aktuell noch auf der Bank, denn heute gibt es schon das Debüt, sei mir verzogen, ebenfalls eines neuen Mannes, den die Fortuna verpflichten könnte, die 25, nämlich mit Matthias Zimmermann. Ja, hatte sich so ein bisschen angedeutet, hat man schon hin und wieder mal als die ein oder andere Spekulation gehört. Soll bei der Fortuna ja zu einer wichtigen Größe werden. Defensivmann aus Stuttgart hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Montag gab es die erste Trainingseinheit und heute für ihn der erste Einsatz im roten Jersey. Also mal schauen, vielleicht sehen wir unseren U19-Nachwuchsspieler dann noch in der zweiten Halbzeit, aber jetzt natürlich mit der 25 hinten rechts unsere Neuverpflichtung vom VfB Stuttgart, Matthias Zimmermann. Ja, Matthias Zimmermann hatte letztes Jahr auch lange Verletzungspech oder Pause, hat den Kreuzbandriss zugezogen. Er sagt aber selber, er fühlt sich körperlich voll auf der Höhe. Also der Kreuzbandriss sei längst Geschichte und ich zitiere wörtlich, ich will Gras fressen, hat er gesagt. Und damit hat er natürlich genau die richtige Einstellung für die Fortuna schon mal gezeigt. Denn wie kann die Fortuna die Klasse halten? Natürlich über Kampf, Einsatz und Leidenschaft und vielleicht ein paar Prozentpunkten mehr Einsatz, als es der Gegner dann an den Tag legt. Und ja, dafür braucht man natürlich dann auch genau diese harte Vorbereitung, um vielleicht noch ein paar Körner mehr in die Waagschale werfen zu können. Na, knappe 8 Minuten jetzt gespielt. Die Fortuna noch nicht so richtig mit dem Zug zum Tor. Und uns erreichen schon die ersten Grüße über die Fortuna Facebook-Seite. Wie gesagt, macht das sehr, sehr gerne. Schickt uns auch gleich eure Fragen an Sascha Rösler. Da können wir sicherlich dann auch noch ein bisschen was Interessantes rausholen. Wir können auf die Aufstellung schauen, ob es einen ein oder anderen gibt, der im letzten Jahr hier schon gegen den FC Wegberg Weg gespielt hat. Ich glaube, von der Mannschaft, die jetzt auf dem Rasen steht, ist das nicht der Fall. Denn die Fortuna hat schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte jetzt nicht böse sagen, dass wir sie mit runtergeschossen haben in die Mittelrheinliga. Aber es gab dann doch zwei ziemlich deutliche Ergebnisse für die Fortuna direkt am ersten Spieltag. Haben nämlich beide Mannschaften schon gegeneinander gespielt. Und für die Fortuna ging es da richtig gut in die Saison los mit einem 6:1. Zweimal Marlon Ritter, bevor er dann zum SC Paderborn ausgeliehen worden ist. Und am 18. Spieltag war die Fortuna dann hier zu Gast im Waldstadion in Wegberg. Und da gab es dann ein 3:0. Tja, die Kirsten Weres schreibt gerade, bitte aufpassen, wir haben mehr als genug Verletzte und das mit einem traurigen Smile. Ja, das stimmt. Auch da werden wir sicherlich gleich mit Sascha Rösler dann nochmal darauf zu sprechen kommen, aber der ein oder andere, den werden wir sicherlich auch bald wieder im Mannschaftstraining zurück erwarten können. Und auch das habe ich eben schon mal erwähnt. Alle Spieler werden auf jeden Fall mit ins Trainingslager fliegen, also morgen rein in den Flieger Richtung Maria Alm. So, jetzt vielleicht die Fortuna mal über die linke Seite. Davo Lovren, der Mann, der jetzt einen 5-Jahres-Vertrag für die Fortuna unterschrieben hat. Da muss man wirklich den Hut ziehen. Chapeau vor der einmal sportlichen Leitung der Fortuna und natürlich auch an Davo Lovren, dass er
ja, so einen langen Vertrag unterschrieben hat. Gefällt mir richtig gut. Der Junge hat letztes Jahr ja schon einige Male aufblitzen lassen, was er am Ball kann. Und dass er gute Gene hat, das wissen wir ja spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft, wo sein Bruder natürlich für ordentliche Furore gesorgt hat mit der kroatischen Nationalmannschaft. Ja, Standardsituation bei der Fußball-WM, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja, wirklich ein, oha, ein Mittel, um Tore zu schießen. Das war so ein bisschen die WM der Standardsituation, hatte ich das Gefühl. Gucken, ob die Fortuna das auch so ein bisschen kopieren kann oder mitnehmen kann. Aus dieser Ecke entsteht allerdings, oder ist keine Gefahr mehr entstanden. Ja, Kevin Stöger, der Mann für die Standardsituation auf der linken Seite, hat die Ecke gerade reingebracht. Wie lange wird die Verletzung von Benito Raman in etwa dauern, schreibt Devon Kasper. Ich kann es nicht genau sagen. Es handelt sich ja meines Wissens nach um einen kleinen Faserriss im Oberschenkel, hat er sogar noch weiter gelaufen, ist auch weiterhin im Lauftraining. Es zwickt halt nur bei Schussbewegungen und deswegen wurde er da aus dem Training erstmal komplett rausgenommen. Und ich denke, das ist ja auch der richtige Weg, um da aktuell kein weiteres Risiko zu gehen. Gucken wir mal, ob wir später ein paar Informationen mehr bekommen, wie lange er dann voraussichtlich ausfallen wird. Ja, Sebastian Lohse schreibt schon, Davor Lovren Außenriss, Gott. Ja, das war wirklich ein Zuckerfüßchen, was er dort bewiesen hat. Ja, jetzt FC Wegberg-Beek vielleicht mal mit der ersten Chance über rechts. Der Ball kommt rein, scheint da mal ein bisschen tief zu sein, jawohl. Sichere Beute für Raphael Wolf. Armand Drevina war das, der Mann mit der Nummer 8, der den Ball reingebracht hat, aber seinen eigenen Mann nicht gefunden hat. Ja, mit einem besonderen Augenmerk schauen wir uns natürlich auch heute nochmal so ein bisschen unsere neuen Spieler an. Wenn man da so nachfragt bei der Fortuna, wie haben die sich integriert in die Mannschaft, dann bekommt man eigentlich jedes Jahr die gleiche Antwort, dass das Integrieren in die Mannschaft immer wunderbar und einfach funktioniert und dass man schon nach wenigen Trainingseinheiten das Gefühl hat, dass die Spieler schon von Anfang an mit dazugehören. Das müssen natürlich dann auch auf dem Platz wieder spiegeln oder zeigen dann, dass dieses Verständnis halt jetzt auch in den Spielzügen funktioniert. Pedro Morales am Ball, den man den Fortuna vom FC Ingolstadt ablösefrei für das zentrale Mittelfeld verpflichten konnte. Der linken Außenbahn eigentlich schön freigelaufen, aber Nico Gieselmann hatte nicht das Auge für ihn. Jetzt der Pass genau umgekehrt von Lovren auf Gieselmann und vielleicht die erste Chance, erster Abschluss, aber der Mal dann doch einige Meter am Tor vorbei. Trotzdem gibt es den ersten 10. Applaus, Alfredo Morales mit dem Abschluss. Ja, gespielt sind rund 16 Minuten hier im Waldstadion in Wegberg-Beek. 0:0 aktuell der Spielstand.
wo ist Marvin Duksch? Werde ich hier schon gefragt von Kalle Reh. Ich habe die Mannschaftsaufstellung ja eben vorgelesen. Das waren dann die aktuell ersten elf, aber er sitzt auf der Bank, genauso wie Michael Rensing geplant ist, aber das mit einem Auge hier mal auf das Spielfeld schauen. Geplant ist aber, dass Raphael Wolf die Begegnung heute durchspielt. Die haben ja bisher sich abgewechselt bei beiden oder bei den bisher absolvierten Testspielen. Ja, und das ist natürlich auch eine entscheidende oder eine sehr, sehr interessante Frage. Wie wird sich das Trainerteam, ich sage bewusst Trainerteam, um Friedhelm Funkel und natürlich Torwarttrainer Klaus Reitmeier da entscheiden, wer als Nummer 1 in die Saison geht. Das ist sicherlich eine der ganz, ganz interessanten Fragen. So, jetzt nochmal nächste Standardsituation. Nächste Ecke wieder schön reingespielt. Robin Wormuth mit aufgerückt. Kommt aber nicht im Ball. Jetzt vielleicht nochmal die zweite Flanke. Ah, kriegt er nicht ordentlich Druck hinter dem Ball. Ruben Hennings kommt nochmal dran. Daumen geht nach oben. Nichts passiert. Und für die Fortuna gibt es die nächste Chance. Ja, wieder ist es Kevin Stöger. Also der Mann ist auf jeden Fall schon mal für die Standards hier abgestellt. Mal gucken, ob er jetzt einen der Spieler findet. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, dass man die Bälle jetzt wieder reinschlägt in den 16er. In den letzten Saison noch viele kurze Varianten gesehen. Gut, jetzt kommt er dann doch nicht ganz rein, sondern auf der Havolovrin. Und der sieht auf der rechten Außenbahn. Und André Hoffmann war es, der den Ball dann nochmal zurückgelegt hat. Und wie steht es um Takashi Usami? Gibt es jetzt schon mehrere Reaktionen auf der Facebook-Seite. Kann ich natürlich überhaupt nichts zu sagen, aber vielleicht der Mann, der in der zweiten Halbzeit mit mir zusammen moderieren wird, Sascha Rösler, der Teammanager. Bin mir sicher, dass man nach wie vor im Austausch steht. Und auch so ein bisschen abzuwarten, wie die Fußball-Weltmeisterschaft für ihn läuft und auch für die japanische Nationalmannschaft. Da können natürlich ein paar Tore direkt den Marktwert nach oben treiben, aber da hat die japanische Nationalmannschaft zumindest, naja, wie soll ich es ausdrücken, keine große Werbung gemacht für die einzelnen Spieler. Zumindest den Wert der Spieler nicht auf nach oben getrieben. Muss man vorsichtig auszurücken. Elvis, Kai-Michael Pierza schreibt, wie sieht es mit Usami aus? Ich kann es nicht sagen, keine weiteren Informationen. Wie gesagt, vielleicht erfahren wir da heute im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr. Kommt noch ein Innenverteidiger, auch das sind natürlich Fragen, die ich gerne weitergebe. Ich weiß, dass die Kaderplanung wohl noch nicht abgeschlossen ist, aber auf welcher Position da jetzt noch geguckt und gesucht wird. Es sind ja noch ein paar Tage bis zum Start für die Fortuna. 25. August geht es ja los dann mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg und eine Woche vorher schon der Aufgalopp im DFB-Pokal bei Rot-Weiß Koblenz. Aber manchmal ergibt sich sowas ja dann auch erst am Anfang der Saison. Transferperiode ja bis Ende August, sodass da vielleicht auch noch was passieren kann.
Also Kevin Stöger auf allen Seiten, nicht nur der Mann für die Eckbälle, sondern jetzt schlägt er auch den nächsten Freistoß, die nächste Flanke rein. Und wir schauen mal, es sind etwas mehr als 20 Minuten gespielt in dieser Begegnung. Das ungefähr war das Zeitfenster, als Lucien Meerbusch das erste Mal klingelte. Von daher, Ruben Hennings, schön im Einsatz, er kämpft sich den Ball nochmal zurück mit dem nächsten Eckball für unsere Jungs. Und ja, richtig, Kevin macht's. Ja, immer wieder sucht man Kenan Karaman da in der Mitte. Er muss gewachsen, Kopf voll stark. Ich war eben bei der Aufstellung auch stehen geblieben, hatte gesagt, dass Trainer Friedhelm Funkel in den vergangenen Spielen ja oftmals im Block gewechselt hat. Jetzt haben wir allerdings den einen oder anderen Verletzten zu beklagen, so dass es vermutlich nicht ganz so viel Wechsel geben wird. Gucken wir mal, wer dann alles mit dabei ist. Der dann gleich in der zweiten Halbzeit auflaufen wird. Also auf der Bank sitzen auf jeden Fall noch Kan Ayhan, Marvin Duksch, Gökhan Gürlis noch mit dabei, Emir Kujovic, dann der eben von mir fälschlicherweise schon auf das Feld moderierte Georgios Siadas, der U19-Spieler der Fortuna oder jetzige Profi, muss man ja dazu sagen. Also hat er den Profivertrag unterschrieben. Und dann noch Marcel Sobotka. Oha. Platzfehler, Nervosität, Unkonzentriertheit gibt auf jeden Fall der Fortuna die nächste Chance. Ruben Hennings lässt den Ball durch. Ah, sehr schön gesehen. Jetzt Kenan Karaman mit dem freien Feld. Sehr schöne Situation. Ruben Hennings, der gesehen hat, dass im Hintergrund Matthias Zimmermann aufgelaufen ist. Der sieht aber den Torhüter rauskommen und ja, wunderbar, wie er den Ball dann ablegt und Kenan Karaman, und da haben wir doch wieder die 23. Spielminute, als hätte ich sie herbeigeschworen, mit dem ersten Führungstreffer, mit dem 1:0 für unsere Fortuna hier beim Test am FC Wegberg Weg. Na, ich sehe gerade, das ist die 21. Spielminute, zumindest was unsere Zeit angeht, hinten ist eine Uhr, die scheint dann also nicht ganz genormt zu sein, hinten über der Anzeigentafel, da sehe ich nämlich die 23. Minute. Also ich korrigiere mich. Die Fortuna doch noch ein bisschen schneller. Mit dem ersten Treffer die 21. Spielminute war es also. Ja, lieber Kalle, wenn du es sagst, Kalle Reh, dann zitiere ich ihn gerne mal. Wir landen auch in diesem Jahr unter den ersten sechs. Das ist das Ziel, was er prognostiziert. Das wird dann schwer für die Fortuna. Nein, es geht natürlich alles nur um den Klassenerhalt. Ich glaube, das muss man keinem sagen. Aber gekommen, um zu bleiben, den Spruch nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit auf, den Robert Schäfer, unser Vorstandsvorsitzender, immer mal wieder gerne nutzt. Und ich glaube, dass die Fortuna einfach, auch wenn wir das mit dem Jahr 2012 vergleichen, doch ganz anders aufgestellt ist. Und sind da gute Dinge. Na, war der nicht abseits? Ich weiß nicht. Sakai Iohara. Da ist er. Hacke ist Kacke, Junge. Sagt man doch so gerne, oder? Ja, mit zwei Mann versuchen sie den Ball da abzuluxen und das haben sie richtig gut gemacht. Davo Lovren gemeinsam mit Kevin Stöger, sodass sie den Einwurf nahe an der Eckfahne bekommen. Und den Ball aber leider genauso schnell wieder verlieren. Jetzt die erste
gefährliche Standardsituation. Der erste Freistoß. Nicht der erste Freistoß, aber der erste gefährliche Freistoß hier für den FC Wegberg B. Gucken wir mal. Der Mann hat sich eben den Ball auch schon mal zurechtgelegt. Armand Drevina, das scheint der Freistoß-Experte auf Wegberger Seite zu sein. Ordentlicher Schuss. Keine Gefahr für Raphael Wolf. Hans-Jürgen Marx hat geschrieben, ist anscheinend ein bisschen später dazugekommen zum Fortuna Livestream hier bei der Begegnung beim FC Wegberg Weg und fragt, wer hat das Tor gemacht zum 1:0. Ja, natürlich wird es auch einen Highlight-Schnitt im Nachgang zu dieser Partie nochmal geben, wo man sich die Tore des heutigen Tages nochmal genau anschauen kann. Und da ist vielleicht das nächste. Ah. Was pfeift er jetzt? Abseits auf der anderen Seite. Also, Abseitssituation, das Foul kam wohl danach erst. Jean Zimmer, der nämlich da durchgegangen ist. Ja, Kinder Karaman war es, der das 1:0 für die Fortuna oder das 0:1, so müsste man es richtig sagen, markiert hat in der 21. Spielminute. Schöne Spielszene, schön durchgelassen von Ruben Hennings. Und Kevin Stöger hat ihn dann bedient und er braucht eigentlich nur noch in das, naja, fast leere Tor reinzuschieben. Zwei Spieler standen noch auf der Linie, wollten es noch verhindern. Aber das hat er natürlich mit seiner Routine weggemacht. Ja, ich möchte mal Danke sagen. Das habe ich eben so ein bisschen versäumt bei der Anmoderation. Der Livestream präsentiert von Arndt Automobile, die es möglich machen, dass wir heute diese Begegnung, genauso wie auch die vergangenen Begegnungen, auf der Facebook-Seite der Fortuna live streamen können. Ja, Ötte, vielen Dank. André für Bela, ja. Irgendwo muss er ja mal in Rente gehen, oder? So viele Spiele, wie der hier gemacht hat und der kennt keine Kritik, das interessiert ihn nicht. Ja, das erste Mal, dass wir in dieser Saison ein Spiel dann auch so ein bisschen kommentieren oder moderativ begleiten. Ich denke, haben wir nochmal einen kleinen Mehrgewinn. Vielleicht auch ein bisschen interessanter, als den Livestream dann ohne Ton nur rüber zu schicken. Wobei auch das, muss man sagen, ist natürlich nochmal deutlicher Mehrgewinn, dass die Fortuna diese Möglichkeiten jetzt hat. Und jeder, der es dann vielleicht auch nicht ins Stadion geschafft hat, trotzdem die Spiele und ja, den Fortschritt, den Trainingsfortschritt der Fortuna jetzt hier auch in so einem Livestream verfolgen zu können. Ja, Fortuna Andi stellt die Frage Richtung unseren Verletzten, die direkt vor mir zum Teil sitzen und sich die Begegnung hier anschauen. Wie ist der Stand abzusehen, wer wann zurückkommt? Das werden wir definitiv in der zweiten Halbzeit thematisieren. Dann bei mir der sportliche Leiter oder der Teammanager, so heißt es richtig, Sascha Rösler. Der ist natürlich ganz nah dran an der Mannschaft und kann uns da vielleicht einen Einblick geben. Und ja, das war auch richtig gut gemacht. Sean Zimmer hätte er vielleicht selber machen können. Gibt es auch noch einen 10-Applaus hier von den Heimfans aus Wegberg. Hat ja alles nochmal versucht, der FC Wegberg Weg, um dann doch irgendwie in der Liga zu bleiben, in der Regionalliga West. Am letzten Spieltag gab es auch nochmal ein 4:1 beim TuS Erntebrück. Heute ist man nochmal auf den 16. Tabellenplatz gesprungen, aber das reichte dann doch nicht. Und ja, so geht's für die Mann wieder zurück in die Mittelrheinliga. Zweimal war die Mannschaft ja bereits in der Regionalliga West, allerdings beide Male dann auch nur für ein Jahr. Beide Male danach wieder abgestiegen. Aber wie gesagt, die Mannschaft ist in den großen Kernen zusammengeblieben. Man hat sich punktuell nochmal verstärkt und die Mannschaft sicherlich im kommenden Jahr vielleicht wieder ein Aufstiegsaspirant. So, auf die Fortuna.
Nee, das Wort nehme ich nicht im Mund. Von Hauptschicksalsbewandt, das hat man eben schon geklärt. Sind wir ganz, ganz weit entfernt, was in diesem, im Umkehrschluss ja auch bedeuten würde, der Aufstieg wäre dann der europäische Pokal. Denn das wäre der einzige Weg, wo wir noch aufsteigen können. Na, vielleicht erleben wir das irgendwann mal, die Fortuna International. Ich glaube, das ist der Traum von vielen Fortunen, aber wir bleiben mal sachlich hier. Auf einer nicht befestigten Fläche, es besteht Brandgefahr. Die Fahrer des Wagens, HSMO 1907. Dirk Goris schreibt, wie kann ich Freitag das Trikot sehen, ohne zur Kirmes zu gehen? Boah, erstmal gar nicht. Denn das ist eine absolute Weltneuheit, diese Präsentation des Fortuna Auswärtstrikots im Rahmen des Feuerwerks auf der Rheinkirmes. Dafür muss man sich allerdings auch die richtige App runterladen, damit man das Ganze dann auch verfolgen kann. Aber für alle die, die ja, das Ganze dann nicht per App machen können oder nicht dabei sein können, wird die Fortuna natürlich dann auch zeitnah das Bild des Trikots veröffentlichen. Und dann gibt es auch noch ein drittes, ein Ausweichtrikot. Wobei, das ist ja wirklich im wahrsten Sinne eigentlich immer sehr, sehr selten gespielt. Ja, viele positives Feedback gab es für dieses Trikot von Ultrasport. Ich muss auch sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Und natürlich eine richtig coole Nummer mit Henkel vorne drauf. Das macht natürlich auch nochmal richtig was her. Ich denke, da sind wir wirklich in der Bundesliga angekommen. Siha Samen schreibt, wird Fortuna auch gegen ebenbürtige Vereine Testspiele bestreiten? Was ich bisher sehe, ist, was ich noch nie gesehen habe. Was ist Wegberg Weg? Naja, dann hat er nicht gut zugeguckt, denn gegen Wegberg Weg haben wir ja vor 2 Jahren noch ein Testspiel hier bestritten. Das endete damals 9:0. Aber natürlich wird es auch Spiele geben mit Gegnern auf Augenhöhe oder vielleicht sogar mit Gegnern, die der Fortuna überlegen sein werden. Das werden wir dann mal sehen, wenn es dann soweit ist. Es gibt nämlich 2 ganz interessante Testspielbegegnungen unserer Fortuna im Rahmen des Trainingslagers in Maria Alm am Samstag, 21.07., also jetzt am Samstag um 15.30 Uhr. Gespielt wird übrigens in Saalfelden. Ja, und da geht es dann gegen den FC Watford, Premier League Team. Die letzte Premier League Saison auf dem 12. Platz absolviert. Haben jetzt übrigens auch gegen unseren rheinischen Nachbarn aus der 2. Fußball-Bundesliga gespielt. Da gab es ein 1:1. Wie aussagekräftig das jetzt ist, möchte ich mal nicht kommentieren. Ja, und im Rahmen des Trainingslagers in Maria Alm gibt es dann auch noch eine 2. Testspielbegegnung. Mittwoch, 25.07. spielt die Mannschaft dann um 18 Uhr gegen Al-Hilal Riyad. Das ist der saudi-arabische Meister. Habe die Mannschaft im Vorfeld mal angeschaut. Da sind natürlich sehr, sehr viele Saudis dabei, was ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet hatte. Denn manchmal hört man ja, dass die Scheiß sich da alles zusammenkaufen. Aber wen sie nicht bekommen, ist der Mann, der jetzt die nächste Chance hat. Ruven Hennings, die 28. Also eins fällt mir auf jeden Fall auf, dass keiner den direkten Abschluss sucht. Das nehme ich jetzt aber einfach mal positiv hin. Denn man hat das Auge für den Mitspieler und versucht immer, den noch besser positionierten Spieler zum Abschluss zu bringen. Auch wenn Ruben Hennings es vielleicht gerade hätte mal selber machen können oder sollen. Ja, ich war bei Al-Hilal Riyad stehen geblieben, dem saudi-arabischen Meister. Neben ganz, ganz vielen Saudis im Team natürlich auch einige internationale Mitspieler. Und unter anderem Carlos Eduardo, der Brasilianer. Hat er zuletzt beim FC Porto gespielt, war auch in Frankreich mal aktiv. Spielt jetzt in Saudi-Arabien. Carlos Eduardo. So, brasilianisch, unsere Fortuna noch nicht ganz unterwegs. 1:0 steht es immer noch. Gespielt aktuell rund 33 Minuten hier im Waldstadion und es gibt die nächste Standardsituation. Und Standard Kevin ist wieder dran, Kevin Stöger. So, jetzt hohe Flanke. Ah. Robin Wormuth schon bereit, den Ball einzunicken, aber
mit dem letzten Finger kommt Stefan Zabel dann doch noch an den Ball. Liebe Grüße aus Palma nach Wegberg, schreibt und Patrick Vergas. Sein Sohn spielt beim FC Wegberg Beek und ist heute auch hier im Stadion. Wenn ich ihn sehe, dann grüße ich ihn ganz lieb. Jawohl, die nächste Chance für die Fortuna und da gibt es nochmal den Blick rüber zum Linienrichter, ob die Fahne nach oben geht. Tut sie aber nicht. Ja, sehr gut. Schön und schnell ausgespielter Freistoß. Und wieder ist es der Mann mit der Nummer 11, der auch in der 21. Minute schon das 1:0 markiert hat. Auch hier muss man ja sagen, steht er da, wo ein Stürmer stehen muss wieder. 35. Minute 2:0 für die Fortuna und wieder ist es Kenan Karaman. Ja, Kenan Karaman von Hannover 96 zur Fortuna gewechselt. Macht einen richtig guten Eindruck. So, und ich habe die Bitte mit auf den Weg bekommen, dass wir uns die neuen Spieler noch mal so ein bisschen mehr angucken. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. 22, die sollte mittlerweile jeder kennen. Kevin Stöger mit dem Ball in Richtung Jean Zimmer, der da aber nicht durchgestartet ist und auch keine Chance gehabt hätte, den Ball zu bekommen. Ja, ein Mann, den wir uns natürlich ganz besonders angucken am heutigen Tage. Das ist unsere Nummer 25, Neuzugang vom VfB Stuttgart, Matthias Zimmermann, der genau jetzt am Ball war, haben wir es kurz gesehen. Davolovren wartet ein bisschen lange. Aber holt sich den Ball zurück mit dem Auge Kevin Stöger und Nico Gieselmann. Heidewitzka, das ist der Mann für die Traumtore hier. Ein richtig schönes Ding, das hat er zuletzt schon mal ausgepackt. Also 37. Minute. Also den muss man mittlerweile als Torschützen hier auf der Liste haben, das ist ja der Wahnsinn. War ja schon nominiert für das Tor des Monats, hat dann direkt einen nachgelegt schon. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, bei welchem Spiel es war. Da hat auf jeden Fall auch einen ähnlichen Treffer hingelegt wie genau jetzt. Und den konnte man wirklich genau an der Flugbahn sehen, dass er wunderbar oben einschlagen wird. Ja, 3:0. Er kriegt das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht hier. Ich glaube, Robin Wormuth hat ihm da auch irgendwie ein paar passende Worte noch rüber geschickt. Ah, Robin Wormuth, der so ein bisschen die Abwehr da hinten auch dirigiert. So, und jetzt sehen wir dann auch vielleicht ein paar Sekunden länger am Ball unser Neuzugang Matthias Zimmermann. So, André Hoffmann, Robin Wormuth jetzt hier über die linke Seite, sucht Anspielstationen, findet sie mit Nico Gieselmann. Und der Mann jetzt am Ball, das ist Alfredo Morales. Neuzugang vom FC Ingolstadt. Wieder
gut versucht, den Mitspieler in Szene zu setzen. Davor Lovren packt sich da bisschen, ich weiß nicht, was ist das, Knie oder doch unten am Sprunggelenk oder am Fuß, vielleicht ist auch einer drauf getreten, kann ich von hier aus jetzt nicht so genau sehen. Aber auch da wieder schöner Ball von Kinder Karaman, der gesehen hat, dass Davor da besser positioniert ist, den Ball rübergegeben. Ja, die Jungs nutzen die Pause für eine kurze Trinkpause. Die Sonne hat sich zwar so ein bisschen verabschiedet, aber ich denke mal so 26 Grad haben wir hier auch noch im Wegberg. Deswegen kommt die Pause, glaube ich, für beide Teams ganz gelegen, um einen Schluck aus der Wasserpulle zu nehmen. Ja, liebe Fortuna-Fans, schickt mir eure Fragen an Sascha Rösler, der Teammanager in der zweiten Halbzeit, bei mir als Co-Moderator mit dabei, und der kann uns sicherlich ganz, ganz viel erzählen über die Mannschaft und natürlich ja, die nächsten Tage und Wochen auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga. Einige Fragen habe ich schon bekommen, die gehen wir natürlich gerne weiter. Lars Weine schickt uns viele Grüße. Einmal Fortuna, immer Fortuna. Grüße aus Frankfurt, schreibt er. Ja, Kenan Karaman, der Mann mit der Elf da vorne, signalisiert, ich habe richtig Bock. Also das ist so, was ich auch aus seiner Körpersprache lese. Guckt immer wieder, wo ist der Ball, wo finde ich den freien Raum? Wie kann ich mich noch einbringen, wie kann ich mich anbieten für meine Mitspieler? Gefällt mir richtig gut. Ja, wenn mir auch richtig gut gefallen hat, und da werden wir natürlich dann gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen mit Sascha Rösler. Das ist unsere Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt, den es jetzt wohl erstmal etwas schwerer getroffen hat und auf jeden Fall die nächsten Wochen ausfallen wird. Innenbandverletzung habe ich gelesen. Ayman Barkok in Mitleidenschaft gezogen, wie man so schön sagt. Das bietet ein bisschen Raum für Interpretation, aber aktuell sieht es wohl so aus, dass er etwa 3 Wochen pausieren wird, und er ist dann noch der Mann, der das Trainingslager dann wohl verpassen wird. Aktuell der 5. Ausfall der Fortuna. So sollte es natürlich nicht weitergehen, aber der ein oder andere wird sicherlich über kurz oder lang jetzt auch wieder zum Team dazustoßen. Heike Münch schreibt uns, Grüße aus der Altstadt und danke für den Mega-Aufstieg. Die Altstadt ist mega stolz. Ja, ich glaube, ganz Düsseldorf ist mega stolz. Aufstieg und Aufstiegsfeierlichkeiten sind natürlich jetzt abgehakt. Jetzt geht's nach vorne, Augen Richtung erste Fußball-Bundesliga. Na, John Zimmer hätte den Ball vielleicht noch bekommen können, hat aber gesehen, dass der Ball noch leicht abgefälscht war, und nimmt dann lieber den Eckball, die nächste Standardsituation. Da hat man sich jetzt schon richtig schön eingeschossen. Kalerie, Bayern zittert jetzt schon vor uns. Ach, die Informationen habe ich noch nicht bekommen. Ist auch ein lachender Smiley hinter. Tja, Mika Fischer wünscht sich, holt Haraguchi zurück. Das Thema ist jetzt erstmal abgeschlossen, denke ich. Der hat ja bei Hannover 96 einen Vertrag unterschrieben. Ja, Matthias Mölders hat eine interessante Frage gestellt. Warum gibt es so viele Verletzte aktuell bei der Fortuna? Ist das Zufall? Am falschen Training würde es ganz sicherlich nicht liegen. So viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, da haben wir einen Trainer Fuchs mit Friedhelm Funkel. Aber klar, die Belastung ist natürlich sehr, sehr hoch in der Vorbereitung. Thank you.
Iron Frühwein oder Iron Frühwein schreibt, Neuss ist auch stolz auf die Jungs. Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Bin zwar nicht mehr wohnhaft in Neuss, aber sehe mich natürlich da noch als Neusser. Ich glaube, die ganze Region ist stolz auf die Fortuna. Man freut sich einfach, dass es jetzt in die Bundesliga geht. Dieses Feedback bekommt man ja nicht nur aus der Altstadt und aus den benachbarten Städten, sondern aus der ganzen Liga. So, gespielt sind aktuell rund 44 Minuten. Ich denke, allzu viel wird der Schiedsrichter nicht nachspielen. Mietja Stegemann ist übrigens der Schiedsrichter mit seinem Team. Kommt aus Bonn. Jetzt vielleicht nochmal die Flanke. Sehr, sehr schön. Hier sich da hochschraubt, Ruben Hennings. Das hat er richtig klasse gemacht. Und auch eine prima Flanke. Haben wir ihn das erste Mal so richtig schön in Aktion gesehen, wie er den Ball dann richtig prima reingebracht hat. Matthias Zimmermann sieht also Ruben Hennings und der ist richtig gut in der Luft, bringt ordentlich Druck unter den Ball und markiert in der 45. Spielminute das 4:0 für die Fortuna. Also wir fassen zusammen, die Fortuna hat sich ein bisschen Zeit gelassen, nämlich 21 Minuten, bis sie in Führung gegangen ist hier beim Mittelrhein-Ligisten FC Wegberg Weg. Dann hat Kenan Karaman das erste Mal für die Fortuna getroffen und dann direkt mit dem Doppelpack noch einen nachgelegt, nämlich in der 35. Spielminute, also nicht mit dem Doppelpack nachgelegt, sondern hat einen Doppelpack geschürt in der 21. und 35. Spielminute. Ja, und in der 37. Minute 3:0 für die Fortuna durch einen richtig sehenswerten Treffer von Nico Gieselmann und der sieht auch richtig gut und glücklich aus, klatscht jetzt seine Jungs alle ab. Ruben Hennings strahlt ebenfalls, hat nämlich auch noch ein Tor dazu beigesteuert. In der 45. Minute das 4:0 und mit diesem Halbzeitstand gehen wir dann auch in eine kurze Pause. Freuen uns auf die zweite Halbzeit, schickt uns wie gesagt gerne die Fragen an Sascha Rösner, die ich dann weitergeben darf. Ja, wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten hier beim Testkick. Unsere Fortuna beim FC Wegberg Weg, präsentiert von Arndt Automobile. Eine große Auswahl an Reifen und Alufelgen erwartet Sie. Und natürlich bieten wir als offizieller Prüfstützpunkt des TÜV Rheinland zertifizierten Kfz-Meisterservice aus einer Hand. Das RB Reifen- und Kfz-Service Center in Wegberg, Siemensweg 1. Immer dabei, wenn es um erstklassige Leistungen geht. Baltes Baufachhandel, der Fachmarkt für Profis und Heimwerker. Baltes, das ist Ihr kompetenter Partner rund ums Bauen, Renovieren und Verschönern. Vor allem dann, wenn es um die Auswahl qualitativ hochwertiger und zugleich kostengünstiger Baustoffe, Materialien und Werkzeuge geht. Bei uns werden Sie immer freundlich und fachlich qualifiziert beraten. Baltes Baufachhandel, der Fachmarkt für Profis und Heimwerker. Siemensweg 50 in Wegberg. Der FC Wegberg Weg spielt mit Derbystabellen. Denn Derbystabelle halten länger und fliegen besser. Fragen Sie im Sportfachgeschäft nach Derbystabellen mit der Qualitätsgarantie. Garantiert PVC-frei und handgenäht. Mehr Infos unter www.derbystar.de.
So, den Fußballfreunde, bevor es in wenigen Minuten weitergeht mit den zweiten 45 Minuten heute Abend. Sofern Sie es mit dem FC Big Bag einhalten, hier noch der Hinweis auf die nächsten beiden Spiele. Bereits morgen Abend um 19.30 Uhr gibt es den nächsten Test für unsere Mannschaft, und zwar beim Oberliga Niederrhein-Aufsteiger TSV Meerbusch. Morgen Abend Auswärtsspiel 19.30 Uhr beim TSV Meerbusch. Und bereits jetzt am Samstag, den 21. Juli, spielen wir um 14 Uhr hier im Waldstadion gegen den Regionalliga-Aufsteiger SV Strahlen. Samstag 14 Uhr FC Big Bag gegen den SV Strahlen. So, gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit im Spiel FC Big Bag gegen Fortuna Düsseldorf. Es gibt jetzt 6 Wechsel bei unseren Gästen. Ausscheiden werden mit der Nummer 3 André Hoffmann, mit der Nummer 6 Alfredo Morales, die 11 Nina Karaman, 23 Nico Bielmann, die 28 Ulrike Hennings und die 39 John Zimmer. Neu im Spiel gleich mit der Nummer 5 Kaan Ayhan, mit der Nummer 10 Marvin Duksch, mit der 18 Lukan Gül, mit der 21 Emir Kujovic, mit der 24 Georgios Zianas und mit der 31 Marcel Sobotka.
So, die Teams sind zurück auf dem Rasen und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Testspiel unserer Fortuna beim FC Wegberg Beek. Es ist der vierte Test in der Saisonvorbereitung. Dreimal konnte die Fortuna standesgemäß gewinnen und auch jetzt sind sie auf einem guten Weg. Es steht 4:0. Die Tore durch Kenan Karaman in der 21. und 35. Minute. Nico Gieselmann mit dem 3:0 in der 37. und kurz vor Ende der ersten Halbzeit Ruben Hennings mit dem 4:0. Ja, es gibt den ein oder anderen Wechsel bei unserer Fortuna. Wir schauen uns das Ganze natürlich mal an. Ruben Hennings und Kenan Karaman vorne nicht mehr im Spiel, genauso wie Jean Zimmer und Alfredo Morales. Hinten hat Nico Gieselmann und André Hoffmann für heute Feierabend. Gucken wir uns die Elf an, die jetzt auf dem Rasen steht. Also Raphael Wolf unverändert im Tor. In der Abwehr sehen wir dann jetzt Georgios Ziadas, den Mann, den ich hier fälschlicherweise schon in die erste Halbzeit gebracht hatte. Da hatte ich aber ja, ein bisschen krummen Winkel, glaube ich, hier. Nein, die 24, also hinten links in der Abwehr. Daneben Robin Wormuth, der Mann weiterhin im Spiel. Und neben ihm die Nummer 5, Kaan Ayhan. Und mit der Nummer 18, Gökhan Gül. Da vorne, davor dann im Mittelfeld die 31 mit Marcel Sobotka. Neu im Spiel jetzt. Außerdem unverändert die 25, Matthias Zimmermann. Unser Neuzugang vom VfB Stuttgart. Und Davor Lovren, bisschen offensiver auf der linken Außenbahn, Kevin Stöger. Ja, und ganz vorne sehen wir dann mit der Nummer 10 Marvin Duksch und die 21 Emir Kujovic. Ja, von Sascha Rösler ist noch keine Spur, aber er hat es mir versprochen und er wird ganz sicherlich gleich auch zu uns kommen. Sucht sich wohl gerade schon den Weg, also schickt mir gerne eure Fragen an den sportlichen Leiter, den Teammanager unserer Fortuna. Dann werden wir das sicherlich weitergeben können. So, nächste Möglichkeit. Gökhan Gül kommt nicht ganz unter den Ball. Hat Marvin Duksch da vorne gesehen. Marvin Duksch, die Nummer 10, Neuverpflichtung vom FC St. Pauli. Letztes Jahr ja im Trikot des von Holstein Kiel. So, und jetzt ist er bei mir. Sascha Rösler ist da und wird die ein oder andere Frage auch hier aus der Facebook-Gemeinde sicherlich beantworten. Erstmal grüß dich, Sascha. Hi, hallo. 4:0. Es dauert immer so 20 Minuten, bis die Fortuna den richtigen Drang zum Tor oder das entscheidende Tor geschossen hat. Nein, das entscheidende noch nicht. Den ersten Treffer markiert hat. In Meerbusch war es, glaube ich, die 23. Minute, heute die 21. Aber man muss sagen, es läuft gut. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch mal sehen, ne, dass wir momentan ja schon auch sehr, sehr hart trainieren und in einer intensiven Phase sind. Und für das, denke ich, machen die Jungs wieder sehr, sehr gut. Dann nehme ich direkt mal die erste Frage auf, die schon von mehreren natürlich gestellt werden. Ja, ob das jetzt einfach eine Pechsträhne gerade ist, dass man 5 Verletzte zu beklagen hat oder ob es dann doch ein bisschen damit zu tun hat, dass man ja ordentlich, ich will nicht sagen Eisen fressen, aber eine harte Vorbereitung gerade genießt. Ja, erstmal muss man sagen, sind die Verletzungen jetzt alles nichts, was jetzt langwierig ist. Ne? Dass natürlich der eine oder andere mal ein bisschen muskulär ein bisschen Probleme hat, das ist normal in der Vorbereitung. Oder mal auch ein Schlag, jetzt wie bei Harvard, der jetzt mal 2 Tage ausfällt. Finki wird es ein bisschen länger sein wahrscheinlich und auch bei Emin. Aber auch die, denke ich, die werden dann zum Ende der Vorbereitung wieder dabei sein. Also von dem her gesehen ist das, denke ich, so ja, die normalen Sachen, die man halt einfach hat in so einer Vorbereitung. Und trotzdem gab es heute Hiobs Botschaft, Ayman Barkok, Neuverpflichtung von Eintracht Frankfurt, den hat es wohl ein bisschen schwerer erwischt. Hast du da schon Neuigkeiten? Ja, wie gerade gesagt, also klar ist jetzt am Innenband eine kleine Teilruptur und es ist natürlich ärgerlich, aber auch das, glaube ich, ist jetzt nichts, was jetzt ewig dauern wird, sondern ich glaube, der wird zum Ende der Vorbereitung, denke ich, auch wieder dabei sein, wenn da alles normal läuft. Okay. Ja, Fragen, die natürlich auch wieder aufkommen, ist die Saison oder die Kaderplanung damit abgeschlossen. Das Zeitfenster ist ja noch einiges offen. Bis Ende August gibt es die Transferperiode. Von daher, glaube ich, gilt das, was die letzten Jahre wahrscheinlich auch schon gegolten hat. Genau. Man wird den Markt sondieren und gegebenenfalls nochmal. Genau, kannst es eigentlich schon beantworten. Ne? Du hast es ja eigentlich schon drauf. Ne? Ja, aber ich denke jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist ja klar, ne, dass da sicherlich auch noch was passieren wird. Ne? Und genauso auch mit Abgängen, ne? Das ist ja bei jeder Mannschaft so. Ne? Jetzt
hat die Vorbereitung ja gerade erst angefangen und da wird sicherlich noch was passieren. Ja. Sehen kann Eihan mit dem Ball auf Davolovin, konnte er nicht ganz annehmen. Landet also erstmal im Aus. Also auch bei dem FC Wegberg Weg hat es noch die ein oder andere Auswechslung gegeben. Vielleicht hat man es im Hintergrund hören können. Ja, Sascha, erzähl mal so ein bisschen. Erste Trainingslager ist schon wieder Vergangenheit. Ich habe bei Friedhelm Funke habe ich mal gesagt, früher hat man vom Lauftrainingslager gesprochen, da habe ich dann direkt eine Schelte gekriegt und sagte, das gibt es seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr. Siehst mal, wie du auf dem Laufenden bist, ne? Im wahrsten Sinne. Naja, gut, aber dass der Fokus da vielleicht nicht ganz auf dem Ball liegt, das war, also dass es keine reinen Lauftrainingslager sind, das ist mir natürlich bewusst, aber zumindest war schon mein Empfinden, dass man da ein bisschen mehr den Fokus auf Ausdauer, Kondition legt und jetzt, glaube ich, geht es dann mehr um Spielzüge und so weiter, aber korrigiere mich gerne. Nee, so ist ja auch der Aufbau, ne? Also ist ja klar, dass man am Anfang ja die Grundlagen setzt und dass man natürlich auch den einen oder anderen Lauf mehr dabei hat, ist ja auch klar. Aber ich glaube, was Friedhelm meint, ist das, was ich früher zum Beispiel bei Werner Lorand hatte, dass man dann in einem Trainingslager fährt und dann wirklich jeden Tag 90 Minuten einfach nur marschiert und zum Ende des Trainingslagers auf der Laufschuhe gar kein Profil mehr hat. Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Ja, Maria Alm ist ja, glaube ich, ja, jedem geläufig, viele, viele Fans, die uns auch dorthin begleiten. Ich glaube, das sind ideale Voraussetzungen oder ideale Bedingungen, die man vorfindet, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ja eh total sympathisch, dass wir da mittlerweile eigentlich so eine langjährige Kooperation jetzt haben mit dem Edo Hotel, mit dem Seppi, der ja da so seinen Familienbetrieb hat und das alles familiär mit uns dann da auch abzieht und deswegen freuen wir uns eigentlich heute wieder, haben da echt gute Bedingungen. Den Trainingsplatz, der, wo ich noch gespielt habe, eigentlich noch ein Dorfplatz war, der ist mittlerweile auch sehr, sehr gut. Dann haben sie auch richtig gut hinbekommen und deswegen erwarten uns, denke ich, da wieder Top-Bedingungen und da freuen wir uns jetzt drauf. Jetzt gibt es schon wieder die nächste Frage hier auf der Facebook-Seite. Der Fortuna, was sind eigentlich die Aufgaben von Sascha Rösler als Teammanager, möchte David Mark Theisen wissen. Ja, das sind natürlich sehr, sehr viele organisatorische Aufgaben. Im Endeffekt alles, was eigentlich um die Mannschaft anfällt. Das heißt, du renovierst Wohnungen. Ja gut, Gott sei Dank, das jetzt Gott sei Dank nicht. Ne? Also, ich glaube, das sind dann doch private Sachen, die können die Jungs auch selber organisieren. Aber klar, wenn sie da sogar Hilfe brauchen, dann sind wir natürlich auch da und helfen dann natürlich mit jemandem zu organisieren. Dann natürlich der ganze Spielbetrieb, was in der Woche einfach anfällt. Die langfristige Aufgabe sind dann mehr, die Freundschaftsspiele zu organisieren, die Trainingslager. Da geht es jetzt auch schon wieder eigentlich schon einen Schritt weiter, dass man jetzt schon sich wieder Gedanken macht, was im Winter passiert. Nebenher macht man dann das Trainingslager jetzt, das dann morgen losgeht. Das ist gerade jetzt eine Vorbereitung, natürlich schon auch mehr Arbeit, ein bisschen anstrengender und deswegen freue ich mich eigentlich dann immer, wenn die Saison losgeht. Nehme ich mal mit auf, Trainingslager. Läuft das über Agenturen? Werden dir dann Spiele angeboten, Gegner angeboten oder wie bekommt man so ein Netzwerk der Teams, die dann vor Ort sind? Ja, also jetzt das Trainingslager in Marial machen wir natürlich nicht über eine Agentur, weil wir einfach da jetzt schon eine langjährige Partnerschaft mit dem Hochkönig haben. Wintertrainingslager zum Beispiel, das läuft über Agenturen. Wir arbeiten ja seit letztem Jahr mit Onsite zusammen, die uns dann da helfen in der Organisation, genauso auch mit den Freundschaftsspielen. Alle Freundschaftsspiele eigentlich hier so in Düsseldorf, die organisieren wir selber oder die mache ich selber aus in Absprache mit dem Trainer. Wenn wir zum Beispiel in Österreich oder auch in Spanien spielen, dann machen wir das auch über die Agentur, weil die einfach dann noch ein größeres Netzwerk haben, international. Die Frage kam eben auch schon mal auf, die ersten Begegnungen jetzt waren alles gegen unterklassige Mannschaften, jetzt geht es am Samstag gegen den FC Watford, Premier League Teilnehmer, 12. Platz haben sie, glaube ich, im letzten Jahr abgeschlossen. Das ist dann schon eher ein Spiel auf Augenhöhe wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann, denke ich mal, ein erster richtiger Test, wo man dann nochmal sieht, wo jeder Einzelne dann auch steht. Und dann danach kommt mit Al-Ahli ein Test gegen Meister Saudi-Arabien. Die, denke ich, sind vom Niveau her, also ich habe es mir sagen lassen, ich weiß es selber nicht, so untere zweite Liga. Carlos Eduardo spielt er jetzt. Ja, dann siehst du mal, dann wird es vielleicht doch besser. Aber ich habe es auch schon gehört, dass er dahin gewechselt ist. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wie sie dann drumherum noch besetzt sind. Ja, und dann danach kommt ja dann die Saisoneröffnung, wo wir dann hoffentlich auch so in den nächsten zwei, drei Tagen dann erfahren, gegen wen es dann wirklich geht. Und ja, dann geht ja fast schon wieder die Saison los. Damit hast du die nächste Frage beantwortet, die natürlich auch vielen unter den Nägeln brennt. Internationaler Gegner wird immer wieder gesagt.
aber man hat noch nicht ganz rausgerückt, wer es denn ist. Also bleibt dran, verfolgt einfach die sozialen Medien der Fortuna und dann verpasst ihr auch nicht die Info, wer denn dieser internationale Gegner sein wird. Niklas Jansen fragt, Sascha, wie fandest du die erste Hälfte? Ja, am Anfang hat man doch schon gemerkt, ne, dass wir ein bisschen schwer reinkommen und wie es ja normal ist in der Vorbereitung, auch doch ein bisschen wahrscheinlich auch schwere Beine hat. Aber danach, denke ich, haben wir uns wirklich sehr, sehr viele und schöne Torchancen rausgespielt. Nico macht natürlich ein Traumtor wieder, wie schon in Wissen. Also von dem her gesehen, glaube ich, war die erste Halbzeit sehr schön anzuschauen. Herrlich, ne? Bald Tor des Monats. Ist es Tor 1? Nico Gieselmann beim Spiel. Also immer die gleichen irgendwie, ne? Richtig gut, muss ich auch sagen. Hat mich sehr gefreut. Für alle Facebook-Freunde und Fans, die vielleicht später reingeklickt haben, es wird auch noch einen Zusammenschnitt geben der heutigen Begegnung, dann über die Fortuna Facebook-Seite, wo ihr natürlich dann alle Tore im Nachgang euch auch nochmal anschauen könnt. Peter Fuchs sagt, wenn du schon so lachst, der Sascha kann den Kahn beim ZDF ersetzen. Nein, den lassen wir nicht ziehen, ja. Ja, wird Fortuna gegen Watford auch übertragen, ist eine Frage. Was habt ihr jetzt vor, ne? Dass die Testspiele eigentlich erstmal alle auch live gestreamt werden, damit die Fans, die vielleicht nicht die Reise auf sich nehmen können, wollen, werden, dann trotzdem informiert sind? Ich gehe fest davon aus, ne? In den letzten Jahren war es auch so, dass wir dann Livestream auf die Beine gesetzt haben. Also ich gehe fest davon aus, dass das auch wieder sein wird. So, nächste Chance für die Fortuna. Kevin Stöger haben wir gesehen, der Mann für die Standards. Egal ob Eckbälle, Freistöße, wird das noch getestet oder ist er schon gesetzt hier? Ohne unseren Gegnern zu viel zu verraten, aber die können den Livestream ja genauso verfolgen. Ne? Also was man auf jeden Fall sieht, dass er wirklich einen ganz, ganz feinen linken Fuß hat. Also ja. Das sieht schon richtig gut aus. Da ist wirklich jede Standardsituation ist da richtig gefährlich. Aber das wussten wir auch vorher schon. Ja, in Bochum das ja auch letztes Jahr sehr gut gemacht. Ist, glaube ich, ein begnadeter Techniker. Und für uns, denke ich, eine sehr gute Verstärkung im Mittelfeld. Was ich auch immer sehr, sehr schön finde, wenn man die Frage stellt, der Saisoneröffnung oder jetzt auch zuletzt im Talk mit Friedhelm Funke, wie haben sich die Neuen integriert? Man bekommt eigentlich auch seit Jahren immer die gleiche Antwort, dass man gab fast keine Integration, weil von vornherein, nach den ersten Trainingseinheiten hatte man immer das Gefühl, jetzt da wo Lovren mit dem Blick für Emo Kujovic in der Mitte, kommt dann aber nicht ganz durch. Nee, dass man nach wenigen Trainingseinheiten schon immer das Empfinden hat, die Spieler wären schon immer da gewesen. Also man macht es den neuen Spielern sehr, sehr einfach bei der Fortuna. Ja, muss aber auch sagen, das kann ich auch selber als Spieler noch nachempfinden. Das Training ist einfach die beste Integration. Ne? Also im täglichen Trainingsablauf wirst du am schnellsten dann auch angenommen, akzeptiert und fühlst dich dann auch relativ schnell wohl. Das Drumherum, ne, tut sich dann natürlich noch. Boah, fast Kopfballtor von Robin, oder? Oder was Kahn? Kahn war es. Ja. Also von dem her gesehen, ist wirklich so, dass die Neuen sich im Wiesensee sehr, sehr schnell, glaube ich, wohlgefühlt haben. Das hat man auch gemerkt. Und ich habe auch schon gesagt, ne, die fühlen sich dann gar nicht mehr so wie Neuzugänge schon an. Und jetzt haben wir noch Matthias Zimmermann geholt, mit dem war ich noch vorgestern bei der sportwissenschaftlichen Untersuchung. Und auch heute noch beim Termin kurz unterwegs gewesen. Also auch der nach zwei Tagen hat auch schon gesagt, was er halt für einen positiven Eindruck einfach von der Mannschaft hat. Medizincheck war kein Problem, man muss natürlich immer so ein bisschen... Ich muss ihn ja nicht machen, ja. Der Matthias hat ihn ja gemacht. Sonst würde er nicht spielen, wenn der Medizincheck ein Problem wäre. Hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ein Spieler ist dann durchgerutscht durch den Medizincheck. Das gab es bestimmt mal, gab es auch schon bei anderen Vereinen, ne? Das kommt schon mal vor. Ne? Dass es kein grünes Licht gab. Aber klar, man schaut natürlich auf so einen Spieler, der zuletzt ja nach einem Kreuzbandriss sich zurückgekämpft hat, aber er sagt ja selber, ich fühle mich körperlich voll auf der Höhe. Und ja, der hat richtig Bock. Ich will Gras fressen, zitiere ich ihn mal. Ja, das hat man jetzt schon gemerkt in den ersten zwei Tagen. Ne? Das hat er auch ganz oft wiederholt, ne? dass er hier richtig Bock hat anzugreifen, mit anzupacken. Und ich erhoffe mir da von Matthias sehr, sehr viel, ne? Auch zwischenmenschlich. Ne? Ist auch, glaube ich, ein Junge, ne? Der auch in der Kabine mithelfen kann, mitziehen kann. Und das ist auch mal sehr, sehr wichtig, dass du die Leute auch hast, ne? die einfach auch in der Kabine mit viel für die Mannschaft machen und der Mannschaft viel geben. Sascha Rösler, der Teammanager hier beim Testspiel unserer Fortuna beim FC Wegberg. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie ruhig in die Kommentare
mit rein. Da kann ich den nämlich sehr, sehr gerne weitergeben und er kann uns sicherlich ein bisschen was sagen zu der Mannschaft, zu den Neuen. Marvin Duksch hat ja auch länger gedauert, wurde ein bisschen gefeilscht im Hintergrund, wie sich das natürlich auch gehört. Aber ich muss schon sagen, Chapeau, ne? Dass man so einen Spieler jetzt auch an die Fortuna binden kann. Da waren wir ganz sicherlich nicht der einzige Interessent. Ja, ich glaube, da kam auch hier den unseren Verantwortlichen, die das eingefädelt haben, nur ein Kompliment machen. Ne? Ich meine, er ist Zweitliga-Torschützenkönig. Und wie du schon sagst, ich glaube, der wird auch bei anderen Mannschaften sehr begehrt gewesen sein. Und ich glaube auch, was ich gehört habe vom Preis, ist das für so einen Spieler auch, glaube ich, ist nicht so viel Geld gewesen, also von dem her gesehen ist das wirklich für uns ein Top-Transfer. Und Davor Lovren, den wir jetzt auch vorne sehen, der gerade den Keeper des FC Wegberg-Weg, Stefan Zabel, so ein bisschen in die Bedrängnis gebracht hat, dass er den Ball nach außen spielt. Auch da muss man sagen, ein 5-Jahres-Vertrag, wo gibt es das noch, dass ein junger Spieler sich so lange an einen Verein bindet? A, natürlich ein unglaubliches Kompliment auch an den Verein, der sieht, dass der Verein auf ihn setzt. Aber ich finde das auch von der Fortuna-Seite, das ist so Wahnsinn. Hast du ja schon alles gesagt, muss nichts mehr sagen. Ne? Wobei, stark. Muss man mal aufpassen, ne? Ein 5-Jahres-Vertrag bedeutet ja auch nicht viel. Ne? Also das geht ja Fußball alles schnell, aber dass er sich jetzt so langfristig an uns geboten hat, ist natürlich auch für Fortuna ein schönes Zeichen, ne? Dass er sich ja wohlfühlt und sich auch hier in seiner Entwicklung weiter was erhofft. Tja, Stefan Zabel, das war seine letzte Aktion, der Ball gerade ins Aus. Aber ich glaube, das hatte nichts mit der Situation zu tun, denn aktuell die 61. Spielminute, also das war sicherlich von Friedel Henzen, dem Trainer des FC Wegberg-Weg, im Vorrang vorhinein schon mit ihm so besprochen. Ja, wir warten auf das erste Tor in Halbzeit Nummer 2. Emil Kujovic jetzt steigt hoch, aber jetzt vielleicht die Chance. Davor Lovren nochmal. Ja, ein bisschen flippermäßig kommt der Ball da zurück und landet bei Niklas Aretz, der jetzt das Tor hüten wird für den FC Wegberg-Weg. Ja, eine Frage, die immer wieder rauf und runter gescrollt wird hier beim Livestream, ist die Frage nach Takashi Usami, ob das noch ein Thema ist, ob man nach wie vor da dran ist, ob es da irgendwas Neues gibt. Also ich weiß nichts Neues, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da wahrscheinlich schon noch dran sind. Mit einer super Rückrunde bei uns gespielt, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt auch nichts Genaues dazu sagen und muss man einfach mal noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Adriane Imkemeier möchte wissen, wie geht es dem Benito? Sitzt hier gerade vor uns. Ich glaube, laufen kann er eigentlich relativ normal. Ich habe gehört, irgendwie, wenn er Fallberührung hat, dann lacht er. Ja, ach, Benito ist ja, ich denke, dem geht es trotzdem gut. Ne? Der ist ja wirklich eine frohe Natur. Der war natürlich letztes Jahr auch eine super Verpflichtung, ne? Nachdem Pibu ja ging, wo wir schon auch gesagt haben, okay, da verlässt uns natürlich ein Spieler, der sehr, sehr wichtig für uns ist. Dann haben wir dann mit Benny einen bekommen. Ja, der ist nahtlos. Was noch besser gemacht hat als Ilas und uns, denke ich, auch im Aufstieg sehr, sehr wichtig war. Und er ist halt noch so ein Spieler, sage ich mal, der auch Ecken und Kanten hat, der ein Schlitzo ist, der auch immer mal wieder für den Spaß gut ist. Und ja, ich war in jungen Jahren ja auch ähnlich so, deswegen mag ich den auch besonders. Tim Ben Amma möchte wissen, freut sich Sascha schon besonders auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt? Wir haben gerade kurze technische Probleme. Nein, jetzt funktioniert es wieder alles einwandfrei. Ja, die Frage, Sascha, ob du dich besonders auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt freust. Guck mal, deswegen ging der Ton auch gerade weg, oder? Ich wollte das gar nicht hören. Wir mussten das kurz wegpiepsen. Genau. Ach ja, ich freue mich ja auf viele Auswärtsspiele, auf Frankfurt natürlich auch, aber mein Gott, das ist jetzt schon so lange her. Und Armin Fee ist ja mittlerweile in Köln, deswegen denke ich, wird es nichts Besonderes. Ja, und die wollen ja nicht gegen uns spielen, das hatten wir ja schon mal. Ayman Warcock, gerade, wir haben es eben schon mal kurz thematisiert, aber der ein oder andere ist vielleicht auch nicht 90 Minuten live im Livestream mit dabei, deswegen kam die Frage jetzt nochmal auf, gebe ich gerne nochmal weiter. Neuverpflichtung, die wir vor kurzem erst vermeldet haben, absolutes Juwel, wie man so schön sagt, von Eintracht Frankfurt zu uns gekommen. Also ausgeliehen, muss man ja dazu sagen, als Mittelfeldspieler. Hast du da noch Infos sonst?
Ja, also er hat sich am Innenband verletzt, aber ich, was ich jetzt gehört habe, nicht so schlimm. Er wird, denke ich mal, ein bisschen ausfallen, aber ich hoffe schon, dass er zum Ende der Vorbereitung dann wieder dabei ist. Er ist ja auch hier, ne? Läuft ja auch ganz normal, also drücken wir mal die Daumen. Absolut. Pato D schreibt 711 Zuschauer, das hat er im Hintergrund gehört, das war die offizielle Zuschauerzahl, die gerade hier vom Stadionsprecher des FC Big Back Weg durchgegeben worden ist. Nein, das ist übrigens nicht ausverkauft, bei weitem nicht ausverkauft, denn das Waldstadion hier hat ein Fassungsvermögen von 5000 Zuschauern. Ich habe gerade auch nochmal skeptisch nachgefragt, ob das noch aktuell ist, ob das noch stimmt, aber das ist wohl in der Tat so. 5000 Zuschauer passen hier hin auf die Tribüne, da werden es nicht ganz so viele sein, das sind nämlich 5 Reihen, könnten wir jetzt mal hochrechnen, wie viel hier ungefähr als... Rechne mal, komm mal. Zeig mal. Ja, ist klar. 2, 3, 4, 5. Ja, ich würde mal sagen 1000. 1000 auf die Tribüne. So, das müsste hinhauen. Und drumherum ist eigentlich nur Wiese und Hügel aufgeschüttet. Naturtribüne. Naturtribüne, ja, schön. So ein bisschen wie früher am Flingerbruch. So, wir reden ziemlich viel und vernachlässigen ein bisschen das Spiel, was aber daran liegt, dass aktuell die Fortuna zwar hier am Drücker ist und sich Chancen kreiert, aber derzeit noch keine Tore geschossen hat in der zweiten Halbzeit. Gucken wir mal rein, nächste Standardsituation. Emir Kujovic, der Mann, der ja in der abgelaufenen Saison oftmals dann auch wirklich als Joker reingekommen ist, als großer Spieler. Hat sich jetzt ein bisschen an den kurzen Pfosten gestellt, aber Robin Wormuth hat den Kopfball genommen, der immer wieder dann aufrückt. Ja, du hast eben gesagt, dass wir über Neuzugänge gesprochen haben. Das ist natürlich... dass da noch was passieren kann. In beide Richtungen, selbstverständlich. Emma Joa habt ihr jetzt ausgeliehen zum FC Erzgebirge Aue. Was hat der für einen Eindruck gemacht, als er jetzt zurückgekommen ist? Der hat einen guten Eindruck gemacht. Ne? Emma hatte jetzt auch in Osnabrück nicht so eine leichte Saison, weil einfach es bei Osnabrück auch nicht so gut lief. Da hatten die einen Trainerwechsel. Das ist ja dann für einen jungen Spieler auch mal ein bisschen schwerer. Trotzdem hat er viel gespielt und Emma ist ein guter Junge, er hat viel Talent. Aber ich glaube, dass es jetzt für ihn in der jetzigen Situation war, wirklich das Beste war, nochmal sich ausleihen zu lassen zu einem Zweitligisten, um einfach da auch nochmal weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Weil hier hätte er jetzt wahrscheinlich bei uns nicht so viele Spiele bekommen und deswegen, glaube ich, war das eine gute und richtige Entscheidung. Ja, und der Livestream wird richtig gut angenommen und immer wieder kommen jetzt Fragen rein, ob auch die anderen Spiele übertragen werden. Ja, das werden sie. Vermutlich werden die Spiele im Trainingslager allerdings dann wieder ohne Kommentar übertragen. Und wir gucken mal. Gebt uns einfach euer Feedback auch, wie es euch gefallen hat, das Ganze auch moderativ so ein bisschen zu begleiten. Und mal sehen, vielleicht wird die Fortuna oder werden wir es dann demnächst dann auch öfter so machen. Tja, eine Frage, wo ich die Antwort auch selbst schon geben kann. Aber trotzdem wurde sie mehrfach gestellt und deswegen möchte ich sie natürlich dir auch gerne weitergeben. Es geht jetzt erstmal um die nächste Torchance abzuwarten. Da ist nicht ganz so viel passiert. Okay, nein, es geht um die Nummer 1. Bisher haben die Torhüter sich abgewechselt bei den Testspielen und auch da wird dann 90 Minuten durchgespielt. Ich habe es eben in der Anmoderation oder in der ersten Halbzeit schon mal gesagt. Ich glaube, das ist eigentlich so mit die schwerste Entscheidung, die das Trainerteam, ich sage bewusst Trainerteam, Klaus Reitmeier, gemeinsam mit Friedhelm Funkel zu treffen, dann wer da nächstes Jahr die Nummer 1 ist, Raphael Wolf oder Michael Rensing? Ja, auf jeden Fall, weil es ist halt bei den Torhütern immer so eine Entscheidung, wo du jetzt nicht sagst, ja, nächste Woche gucken wir dann weiter oder ja, vielleicht wechsle ich dich mal da noch ein, sondern bei den Torhütern ist es dann doch erstmal eine, oder höchstwahrscheinlich eine langfristige Entscheidung. Deswegen ist sie natürlich auch so schwierig, ne? Und ich glaube, wir haben da zwei wirklich richtig gute Torhüter und das glaube ich auch. Da bin ich froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Wir haben ja sogar noch mit Tim Wieser noch einen super dritten Torhüter hinten dran, einen Jungen, ne? Der leider jetzt verletzt ist mit einer Schambeinentzündung. Ja, da sind wir, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt auf der Position. Das stimmt. Das nennt man dann Luxusprobleme, die man haben könnte, wenn man diese Entscheidung noch nicht treffen kann oder wird. Ja, für irgendeinen wird er sich entscheiden. Da haben wir natürlich noch keine Informationen. Ja, außerdem werden immer mal wieder Fragen gestellt nach Spielern, die kommen oder gehen. Ich glaube, wenn da noch nichts veröffentlicht ist, dann werden wir jetzt heute aus Sascha auch noch nichts rausquetschen können hier. Wer denn da noch zur Fortuna stoßen könnte. Da wollen wir jetzt. Schöne Flanke von Marvin Duksch, dem Mann mit der Nummer 10. Neuzugang vom FC St. Pauli letztes Jahr im Trikot von Holstein Kiel. Das ist mir in der ersten Halbzeit übrigens sehr, sehr positiv aufgefallen. Jetzt
könnte man auch kritisch sagen, einfach mal selber schießen, aber ich formuliere das eigentlich eher positiv, dass heute sehr, sehr mannschaftsdienlich wieder gespielt wird und immer wieder der Blick auch für den besser postierten Mann und ja, dass man ja wirklich guckt, wen kann man da noch in Szene setzen. Ja, auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch den Teamgeist, ne? Dass man dann doch im 16er nochmal schaut, ne? Steht mein Mitspieler vielleicht besser und ich gönne dem das Tor auch. Ich hatte es in der eigenen Karriere auch schon, muss ich selber zugeben, auch schon den einen oder anderen Mitspieler. Da war das nicht so gut, da hat man dann eher doch geschaut, ne? Ich mache das Ding selber, ne? Bevor es der macht. Also das ist Gott sei Dank alles nicht so. Ja, kaum habe ich es angesprochen, gebt uns unser Feedback, bekomme ich hier einige Nachrichten, dass es euch richtig gut gefällt. Positiv und informativ, das ist natürlich das Ziel, was wir am heutigen Tag auch haben. Also jetzt mache ich mal Werbung für mich, wenn es euch auch gefallen hat, dürft auch gerne ein Like auf meiner Facebook-Seite lassen. Moderator und Stadionsprecher, habe ich auch ein bisschen was davon. Also wir gucken nach wie vor rein in die Partie unserer Fortuna hier, der vierte Test. Morgen früh geht's schon los, also ja, viel Familienleben gibt es aktuell nicht, ne, für die Jungs. Aber ja, das ist eine Vorbereitung halt so. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt echt dafür auch lange Urlaub und das sind jetzt halt 4-5 intensive Wochen, aber danach geht der normale Rhythmus wieder los und dann ist das auch okay und ich denke, das hält jeder mal aus. Ich will Claudia als Co-Moderatorin, schreibt Markus Dalkilic. Ich weiß nicht, welche Claudia er meint. Kann ich ja gehen. Claudia Monreal oder wer den Job übernehmen soll, aber ich bin schon ganz froh, dass wir den Sascha hier haben. So, ich bin wieder auf der Suche nach zwei PKW-Haltern. Da kann ich hier noch irgendwas rausquetschen. Andi Lokoki vermisse ich heute. Ja, aber der hat einen privaten Termin. Das ist das Einzige. Also das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Dora 9721, Aachen Dora 9721 und Heinsberg VA 999. Heinsberg Victor A 999. Bitte fahren Sie sofort Ihre Fahrzeuge auf. Vielen Dank. So, wir haben gelernt, es gibt kein reines Lauftrainingslager mehr. Gibt es denn noch den Königstransfer? Und ja, haben wir den schon? Ja. Müssen wir in die Kugel schauen, ne? Ja, genau. Hast du eine da? Also, ich denke, wir haben bis jetzt schon wirklich sehr, sehr gute Transfers gemacht. Also, muss man schon sagen. Mal schauen, ne? Diego Contento? Ja, Contento haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Schon alles gewonnen, ne? Champions League-Sieger. Ja. Wie das bei Fortuna. Ja, das ist ja. Der eine geht zur Champions League als Trainer, der andere Spieler kommt. Also Fortuna, ne? Da tut sich schon was hier. Ja, also das muss man echt sagen. Also die Neuzugänge, die wir jetzt geholt haben, das ist wirklich gut. Ne, Marvin haben wir schon geredet, Zweitliga-Torschützenkönig. Stefan Schröder von VfL Bochum, ne? einer der besten Mittelfeldspieler letztes Jahr in der zweiten Liga. Und auch Passage. Matthias Mölders sagt, Tore, ich vermisse Tore. Ja, wir auch ein bisschen. Aber da werden wir ganz sicherlich vielleicht noch das ein oder andere sehen. Wir gucken mal auf die Zeit. 73 Minuten sind jetzt knapp gespielt. Die wechseln jetzt aus. Es ist schwierig, jetzt gerade ein Tor zu schießen, André. Ja, die Arbeit habe ich mir. Muss immer noch Nachhilfe geben. Ne? Ja, aber auch du. Ich lerne immer wieder gerne noch mit dazu. Und mit der 26 Ja, das habe ich jetzt mal erspart. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch einen Blick auf den Kader oder auf die ersten Elf des FC Wegberg Weg genommen, aber die Auswechslung, Ein- und Auswechslung habe ich jetzt mal nicht mehr begleitet. Also, was auffällig ist, dass der FC Wegberg Weg eigentlich mit dem gleichen Kader wieder am Start ist, wie im vergangenen Jahr noch in der Regionalliga West. 4 Neuverpflichtungen hat es gegeben. Und das Ziel ist, bestimmt wieder hochzukommen. Ja, der Felix fragt, ob du noch Kontakt zu Maxi Beister hast, der jetzt wieder ums Eck wohnt. Und ja, wir erinnern uns. An das dynamische Duo, ihr zwei. Ja, ich habe ihm jetzt geschrieben nach dem Aufstieg. Habe ihm gratuliert mit Uerdingen, dass sie das geschafft haben in der Relegation. Und was ja wirklich auch nicht leicht ist, aus der vierten Liga da rauszukommen. Und
glaube, gerade wir, die mit Maxi noch selber noch zusammengespielt haben, haben uns für ihn natürlich auch einfach mal gefreut, dass er jetzt mal wieder konstant gespielt hat und verletzungsfrei war. Und ja, hat gesagt, er kommt auf jeden Fall mal zu einem Bundesligaspiel vorbei und besucht uns. Ja, aber immer. Aber mehr auch nicht. Ja. Ist, glaube ich, immer gern gesehen, aber es ist natürlich jetzt so, ja, ich darf es sagen, wo seine letzte Chance, die er wahrscheinlich nochmal hat, nochmal richtig anzugreifen. Hat ja den Weg gewählt, dann auch übers Ausland und so weiter. Klar, durch die Verletzung. Die hat ihm sicherlich ein bisschen zurückgeworfen. Kann man wirklich nur das Beste wünschen. Immer wieder kommen die Fragen auf, sind noch weitere Spieler geplant oder erwünscht? Ich hatte es eben schon beantwortet und du hast mir dazu gestimmt, aber ich möchte es nochmal aus deinem Mund hören. Die Zustimmung willst, oder? Die Antwort auf die Frage. Ja, also ich denke, es wird sich bestimmt noch was tun. Die Vorbereitung geht ja auch noch eine Weile, und aber mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich würde gerne, aber... Dirk Jürgensen schreibt, von einem Spieler mit Namen Zimmermann erwarte ich eigentlich Torschüsse von der Mittellinie aus. Also endlich, muss mir mal sagen. War natürlich auch ein gefundenes Fressen für die lokale Presse. Die Fortuna hat wieder einen Zimmermann. Der Ted schreibt, liebe Grüße an Sascha aus der Region Aachen. Hast du noch Kontakt? Ich wohne ja da. Ach stimmt, das war übrigens auch eben eine Frage, ob du nach wie vor in Aachen wohnst oder ob es sich mittlerweile nach Düsseldorf verschlagen hat. Nein, aber Kontakte auch zu Alemannia? Ja, wobei, ja, sind eigentlich immer wenig Leute da, ne, ja, die ich da wirklich kenne. Ja, ist ein bisschen schade halt jetzt, ne, Regionalliga, das hat schon ein bisschen, das tut schon ein bisschen weh, so ein Traditionsverein. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, gerade schon, es ist unglaublich schwierig, da rauszukommen. Das Stadion bei der Alemannia, ne, das ist... Da frisst die jedes Jahr, und deswegen, ich fahre auch dann Tivoli vorbei und ja, traue noch ein bisschen alten Zeiten nach. Daniel Düsseldorf hat eine Frage an dich. Sascha, kriegt man als Spieler eigentlich beim Tor viel von der Atmosphäre mit in der Arena, wie zum Beispiel den Tor-Jingle? Das glaube ich fast nicht, oder? Doch, also die Atmosphäre kriegt man auf jeden Fall mit, ne? Also ich habe es auf jeden Fall immer mitbekommen. Ne? Also das ist ja eh das Schönste, ne? Tore schießen. ja, was Geileres gibt es ja als Fußballspieler nicht. Ne? Und je nach Position kommt es bei manchen Spielern auch nicht so oft vor. Und dann ist auch viel Adrenalin dabei. Und ja, alleine schon so auf eine Fankurve zuzulaufen und dann zu sehen, ne, wie sie alle ihre Bierbecher hochschmeißen, wie sie alle jubeln. Und ja, du selber natürlich auch wahrscheinlich gerade einen Gesichtsausdruck machst, wo du danach wieder denkst, um Gottes Willen. Das ist schon, also das kriegst du auf jeden Fall mit. Eine Frage gibt es hier noch von Marco Todo, der möchte wissen, muss die Arena eigentlich noch erstligatauglich gemacht werden? Thema Torlinientechnik zum Beispiel? Ich glaube, das ist aber schon passiert. Ne? Okay. Also, weil in der zweiten Liga wird das ja nächstes Jahr auch eingesetzt. Mhm. Also ist zwar, glaube ich, jetzt ein Jahr auf Probe für die zweite Liga, und deswegen wäre das so oder so gekommen. Ja, Daniel Hake möchte nochmal wissen, wann sind denn die Testspiele im Trainingslager und gegen wen? Damit hat er sich verraten, dass er auch nicht jetzt die 75 Minuten schon zugeschaut hat, aber gehen wir natürlich gerne nochmal mit auf den Weg. Also für die Mannschaft geht es ja morgen dann schon in den Flieger. Nächster Test dann am Samstag, 21. Juli, 15.30 Uhr gegen den FC Watford aus der Premier League. Gespielt wird übrigens in Saalfelden. Wer also da gerne noch hinfahren möchte, darf sich natürlich gerne auf den Weg machen. Und am Mittwoch, 25.07. gibt es da noch ein Testspiel gegen Al. Wie hast du es ausgesprochen? Ich habe Al-Hilal gesagt, aber es war wahrscheinlich falsch, oder? Al-Halil. Al-Halil. Habe ich aber auch 2 Monate gebraucht, glaube ich. Al-Halil. Das war irgendwie ein komischer Dreher in den Buchstaben. Naja, Riad auf jeden Fall, ne? Riad, genau. Mit Carlos Eduardo, dem Brasilianer. 18 Uhr geht's da übrigens los. Wo hast du die Auslosung zum DFB-Pokal verfolgt? Ich war im Urlaub in Griechenland. Ja, und dann? Also wirklich dann live am Ticker, oder bist du nur darüber informiert worden? Komm. Ich habe, glaube ich, zum Kicker danach geschaut. Und was war dein Gedanke?
Nicht schon wieder Koblenz? Nee, ich war damals gar nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste schon gar nicht mehr. Ich bin erst danach wieder zurückgekommen. Ich denke, das ist jetzt einfach ein Los, wo du jetzt nichts groß, keine Freude irgendwie riesengroß, aber jetzt auch nichts, ja. Ne, wo du sagst, oh Gott oder so. Ja, ne? Wir wollen jetzt keine Floskeln bedienen mit. Nee, das auf keinen Fall. Du musst es halt seriös annehmen, so ein Spiel. Ne? Ja. Das wird nicht einfach. Mittlerweile können solche Mannschaften halt auch 90 Minuten marschieren, ne? Die sind alle fit. Die werden versuchen, das Spiel ihres Lebens zu machen und da musst du dagegen halten von der ersten Minute. Und wenn du das seriös machst, kommst du auf jeden Fall weiter. Aber ihr habt keine weite Anreise, was glaube ich in dem Fall dann auch immer erstmal positiv zu bewerten ist. Auf jeden Fall, hätte es Schlimmeres gegeben. Ja. Tja, wann sind die Karten gegen Augsburg zu kaufen, fragt Mettbrötchen Sascha. Erstmal Respekt für diesen Namen. Ich muss gestehen, ich habe diese Informationen jetzt nicht vorliegen, aber schau mal auf der Fortuna Homepage. Da habe ich heute was gelesen, dass der Vorverkauf in Kürze startet. Guck mal, du hast hier einen Assistenten, der reicht dir das direkt. Der ist stark, das möchte ich auch. Es geht los, ab 16.30 Uhr. Also quasi heute. Ja, also. Aber nur für Mitglieder, oder? Guck mal. Das, oder? Genau, die haben natürlich Vorkaufsrecht. Am Freitag startet dann der freie Vorverkauf. Guck mal, ich übernehme das schon für dich. Wunderbar. Ja, die Heimspiele werden ausgerichtet in der Merkur-Spielarena. Etwas, was ich erstmal dran gewöhnen. Etwas, was weder du noch ich einschätzen können. Muss man sich dran gewöhnen, das stimmt. Fall. Aber da haben wir auch genau so viel Mitspracherecht wie, glaube ich, der gesamte Verein Fortuna. Ne? Ja, genau. Das ist ja eine andere Baustelle. Ne? Das ist ja die Arena-Gesellschaft. Ne? Und deswegen, wir sind ja nur Mieter in dem Stadion. Deswegen haben wir da als Fortuna keinen Einfluss drauf. Ja, Kalle Reh fragt nochmal nach, welcher Gegner kommt zur Saisoneröffnung? Haben wir eben schon mal kurz erwähnt, in den nächsten Tagen wird Vollzug vermeldet. Wir haben uns auf internationalen Testspielgegner eingeschossen. Ich weiß, dass viele natürlich fragen, weil sie ja auch die Karten kaufen wollen, natürlich wissen, wen sie denn dann sehen werden die nächsten Tage. Wissen wir mehr. So, jetzt wünschen wir uns nochmal ein Tor von der Fortuna. So, zumindest hier noch einen Treffer sehen in Halbzeit Nummer 2. Gökhan Gül nimmt sich die Zeit. Aha, und da ist Emil Kujovic. Ja, wunderbar, Mensch. Sascha, wir hätten viel früher auf das Spiel schauen sollen. Also, 82. Minute gibt es den nächsten Treffer für die Fortuna, das 5:0. Und es ist unser 21, Emil Kujovic, der sich da hochgeschraubt hat. So, die 82. Spielminute 5:0 für die Fortuna. Torschütze diesmal mit 21, Emil Kujovic. Nach Fragen, die man, oh Gott, so schwierig beantworten kann. Wo siehst du die Fortuna in dieser Saison? Ich glaube, es geht um den Klassenerhalt und nichts anderes. Ne? Ja, das ist ja klar als Aufsteiger und da arbeiten wir jetzt natürlich auch hin, ne? Aber das wird sicherlich natürlich schwierig. Ist aber, denke ich, aber auch machbar. Aber so eine Saison, die ist lange und da gibt es viele Sachen, die kann man jetzt noch nicht so voraussagen oder dann auch einschätzen. Deswegen denke ich, ist es das Beste. Man geht einfach nur von Spiel zu Spiel. Ne? Jetzt erstmal wirklich auf das Pokalspiel vorbereiten. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man da gut in die Saison kommt. Dass man da sich keine Blöße gibt. Ja, und dann mit dem Auftakt in Augsburg. 25.8. gibt es das erste Heimspiel. Lustige Geschichte, dass wir gegen den gleichen Gegner starten und auch das letzte Spiel wieder haben. Aber die Konstellation gefällt mir deutlich besser, nämlich mit dem Heimspiel zu beginnen und mit dem Heimspiel auch die Saison zu beenden. Ja, gefällt dir die besser? Mhm. Warum? Ja, also siehst du das anders? Ach, haben jetzt eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Also klar, Auftaktspiel zu Hause ist sicherlich schön, aber... Naja, und halt, dass du... Naja, bis dahin sollte alles klar sein. Ich bin da wahrscheinlich nüchtern, ne? Ich nehme es wahrscheinlich einfach so, wie es kommt, ne? Bis, ja. Klar, zu Hause Augsburg jetzt erstmal ein Heimspiel, ist auf jeden Fall, denke ich, auch für die Fans eine super Sache. So, jetzt der FC Wegberg B, gleich nochmal mit der Chance. Eieieiei, gut, Rafa. Rafael Wolf hat aufgepasst.
Yannick Lersmacher zur zweiten Halbzeit gekommen, noch ein ganz junger Spieler. Da hat er sich einfach mal ein Herz genommen. Ich habe mich eben gefragt, zweimal gab es jetzt schon 9 Tore. Ist das noch so, dass der Torschütze zum 10. der Spieler, der den 10. Treffer markiert, eine Kiste Bier mitbringen muss, wie in der Kreisliga? Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, wirklich. Ich meine, das gibt's da. Hast du eine Kreisliga gespielt? Früher? Ach, um Gottes Willen. Meine Karriere endete in der D7 des TSV Nord. Du warst sogar Kapitän, ja. Für die D11 hat es da nie gereicht. Nee, Fußball, irgendwie. Ich glaube, das mache ich dann schon besser an der Seitenlinie oder irgendwo daneben. Stevie Fibrinski möchte wissen, ob du Neuigkeiten hast vom Bau des Nachwuchsleistungszentrums. Jetzt ausgezeichnet worden mit 3 Sternen, also höchste Klassifizierung errungen. Das ist schon mal ja, richtig gut, richtig stark. Ja. Und ich glaube, es geht auch... Also ich fahre da so gefühlt alle 2 Wochen mal dran vorbei und sehe immer wieder irgendwas Neues. Also der Baufortschritt ist echt, echt gigantisch. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Frank Schäfer, Kevin Armeskamp machen da sehr, sehr gute Arbeit im NLZ. Sven Mühlenbeck ist ja auch voll integriert und ich kriege manchmal mit, was er da alles machen muss und wie viel da dranhängt. Und das ist schon stark, was die da machen. Und ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, dann ist es fertig. Florian Beidlich fragt, welches war dein emotionalstes Tor für die Fortuna, an das du dich erinnerst? Ach, das ist eigentlich leicht, aber das war eher ein trauriger Tag. Das emotionalste Tor war gegen FSV Frankfurt damals im Aufstiegsjahr, weil es einfach diesen tragischen Hintergrund hatte, dass in der Nacht vorher einfach vom Mannschaftskollegen die Schwester umgekommen ist. Das war schon sehr, sehr hart alles und das war mit Abstand das emotionalste, was ich wirklich erlebt habe, muss ich echt sagen. Da danach auch Fußball zu spielen, das war für uns alle sehr, sehr schwer. Ja, das war in der Tat sehr emotional. Da war ich auch, als dann noch nach dem Spiel dann die Fans die Fahnen und Schals und Trikots auf den Rasen gelegt haben und dadurch irgendwie auch Anteil genommen haben. Das war wirklich ein sehr emotionaler Moment. Ja, immer wieder kommen Fragen über Spieler, die neu verpflichtet werden sollen oder auch nicht und wer noch wegkommt. Wir haben das versucht, jetzt mal schon mal so ein bisschen aufzubröseln, aber verständlicherweise können wir natürlich da jetzt auch nichts sagen, was nicht irgendwie schon öffentlich ist, was wir zusammenfassen können, dass die Fortuna natürlich nach wie vor den Markt sondiert und dass man dann auch gegebenenfalls natürlich noch Spieler dazuholen wird. Also das Transferfenster ist ja noch eine längere Zeit geöffnet. Klar, Vorteil ist natürlich, wenn man, ne, je länger ein Spieler bei einem ist, desto besser kann man ihn integrieren. Nicht nur menschlich, sondern gerade spielerisch. Ne? Aber andererseits ist das auch wieder auch eine Sache des Geldes, ein bisschen zu pokern, ein bisschen zu schauen. Könnte ich mir vorstellen. Ja klar, ich meine, ein Trainer wird sich schon freuen, ne, wenn er den schon ein bisschen länger dann dabei hat, ne, ist ja klar. Auf der anderen Seite sind die Spieler mittlerweile so gut ausgebildet und auch vom Kopf her so klar, dass wenn die eine Woche da sind, eigentlich schon wissen, ne, wie es funktioniert, ne, in der Mannschaft. Und wenn es dann wirklich nur einer ist, dann kannst du ihn auch kurzfristig dann da reinschmeißen, das ist gar kein Problem. Ja, wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden, 88. Spielminute, 5:0 steht es für die Fortuna hier beim FC Wegberg Beek. Morgen früh geht es dann schon weiter für die Mannschaft, nämlich mit dem Abflug Richtung Salzburg ins Trainingslager. Der FC Wegberg Beek übrigens hat morgen direkt das nächste Testspiel, die spielen nämlich gegen den TSV Meerbusch. Gegen Meerbusch morgen, ja. Also die Mannschaft, gegen die ihr zuletzt 9:0 gewonnen habt. Ja, einige neue Spieler haben wir gesehen. Vor allen Dingen das Debüt von Matthias Zimmermann. Und Kevin Stöger, der Mann jetzt in der Mitte, so ein bisschen der den Dirigentenstab übernommen hat. So, jetzt vielleicht nochmal über die rechte Außenbahn. Gökhan Gül, der eben schon das ein oder andere Mal versucht hat, den Ball reinzubringen, ist jetzt aber ausgerutscht.
kann den Ball nur noch nach vorne retten. Der versucht es Marvin Duksch nochmal. Jetzt vielleicht mit der zweiten Welle Gökhan Gül. Jawohl, jetzt setzt er sich schön durch. Und da ist er, der Matthias Zimmermann, aber mit einem Abseitsspiel. Sascha, ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dass du uns durch die zweite Halbzeit begleitet hast und die ein oder andere Frage der Fans auch beantwortet hast. Verständlicherweise können wir natürlich nicht und du auch nicht zu allen Fragen die richtige Antwort liefern. Einer möchte wissen, wann du mal wieder das Fortuna-Trikot anhast. Wahrscheinlich das nächste Mal, wenn die Traditionsmannschaft anfragt. Ja, ich würde das total gerne mal machen, aber ich habe wirklich mit dem Knie richtig Probleme. Ich muss mich da irgendwann nochmal unter das Messer legen. Aber ja, ich denke, ich könnte nochmal zum Schlafen mal anziehen. Also das war der Schlusspfiff von Schiedsrichter Mitja Stegermann aus Bonn. Die Fortuna gewinnt also gegen den FC Wegberg Weg mit 5:0. Ja, vielen Dank nochmal. Von Köppig. Ja, das haben wir jetzt auch gehört. Ja. Also Küppi grüßt den Sascha und ich bedanke mich bei dir nochmal recht herzlich, Sascha. Hat ordentlich Spaß gemacht. Ja, viel Spaß im Trainingslager, aber ich glaube, Spaß habt ihr vielleicht an der Seite. Die Mannschaft muss hart trainieren. Wir hoffen mal, dass alle Verletzten schnell wieder zurückkommen und sich kein weiterer verletzt. Und ich sage erstmal Dankeschön. Gerne. Ciao, ciao. Ja, wir schauen natürlich nochmal rein. 5:0. Die Fortuna mit dem Doppelschlag von Kenan Karaman in der 21. und 35. Minute. 37. Minute Nico Gieselmann mit einem weiteren Traumtor. Und in der 45. Minute war es dann Ruven Hennings mit dem 4:0. Ein Treffer gab es noch in Halbzeit Nummer 2. Und zwar Emir Kujovic, der Mann, der am höchsten gestiegen ist und das 5:0 per Kopf erzielt hat. Ja, das war also der Test hier beim FC Wegberg Weg, dem Mittelrhein-Ligisten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da auf unseren sozialen Medien, gerne auch auf meiner Facebook-Seite und kommentiert das ruhig gerne, denn eben kam die Frage schon mal auf, ob wir auch in Zukunft weiter kommentieren möchten und auch die Frage nach einer zweiten Kamera kam schon mal auf oder einer Wiederholung bzw. einer Zeitlupe. Auch das sind natürlich alles technische Möglichkeiten, die es gibt. Da müssen wir mal schauen, wie die Zukunft da aussieht. Ist natürlich auch alles eine finanzielle Sache. Und deswegen sagen wir schon mal Dankeschön bei Arndt Automobile. Die haben nämlich den Livestream am heutigen Tage wieder präsentiert. Wir setzen uns jetzt dran, machen noch einen Highlight-Schnitt für euch fertig. Den gibt es dann auch über die Facebook-Seite der Fortuna. Und wir sehen und hören uns dann wieder zu einem der nächsten Spiele. Ich denke, im Trainingslager wird es keinen Live-Kommentar geben. Aber vielleicht dann bei der nächsten Begegnung entweder zum Saisonauftakt, also zur Saisoneröffnung, wenn wir dann einen internationalen Gegner haben, wir wissen ja noch nicht, wer es ist, oder auch am 14. August, da spielt die Fortuna nämlich nochmal beim VfL Benrath. Also vielen Dank fürs Reinklicken, das war also unser Livestream. Die Fortuna gewinnt den Test beim FC Wegberg Weg mit 5:0.